Servus, grüß euch und herzlichst willkommen zum zweiten Stammelsurium. Ja, also mein völlig freies und ungezwungenes Off-Topic-Schwafelformat da auf meinem Kanal Humaldo Rockt. Ja, das erste Stammelsurium ist schon wieder eine Zeit lang her. Das ist rausgekommen am 20. Jänner 2019. Das sind schon wieder über 3 Monate. Und es ist einiges passiert in der Zwischenzeit, wie zum Beispiel heute, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme am 7. Mai 2019, ist es endlich passiert und mein Kanal hat die 1000er-Grenze durchbrochen. Ja, das gehört gefeiert. Ab heute bin ich offiziell ein 1000er-Kind. Prost! Ich will mich noch nicht zu viel freuen, weil ich brauche jetzt nur 1 oder 2 Abonnenten verlieren. Und ich bin wieder unter 1000, also das passiert ja recht leicht. Ab und zu gibt es so Schwalle, wo einfach deabonniert wird. Hoffentlich passiert es nicht, hoffentlich bleibe ich jetzt über die 1000 und das wäre doch schon ganz lässig. Ich habe leider nichts Gescheites zum Feiern gefunden, außer dieser magische Leuchtstab, den ich an ein Kind gestohlen habe und nie wieder zurückgeben werde. Aber das braucht ja keiner wissen. 1000 Abonnenten auf YouTube, das ist ja schon eigentlich einiges und ich habe überlegt, ob ich wie das feiern soll, ob ich irgendwie ein 1000er Special machen soll, so wie es die anderen YouTuber machen, so stellt mir eure Fragen, was wollt ihr wissen, aber eigentlich denke ich mir, ja, so interessant ist das, was ich so mache, auch nicht, also ja, das habe ich mir mal der Sport vielleicht beim 1500er oder 2000er Jubiläum, wann ich es überhaupt so weit schaffe, ich bezweifle es zwar. Oh ja, vielleicht. Es war doch für euch ein Ansporn, dass ihr ganz viel Werbung für mich macht. Vielleicht kennt ihr ja andere Leute, die meine Videos unterhaltsam finden könnten. Ich bezweifle es zwar stark, aber falls ihr diese kennt und die dazu bewegen könnt, dass sie meinen Kanal abonnieren, dann gibt es vielleicht zum 1500er Special stellt mir eure Fragen Video. Generell über diese Vierstelligkeit jetzt der Abo-Zahlen habe ich mir in meinem letzten Video schon Gedanken gemacht. Da bin ich nur auf 985 gestanden und habe so ein bisschen herumsiniert, wo das eigentlich hinführt, wann ich diese Dreistelligkeit verlasse, weil solange man unter 1000 ist, hat man quasi nur so ein Ziel. So 1000 ist ja so quasi das Ziel, die große Quest, die man irgendwie schaffen und erreichen will. Aber wenn man dann einmal 1000 erreicht hat, wo ist dann das nächste Ziel? Ich meine, 1500, 1000 oder 2000, macht man sich dann so 500er Schritte als Ziel, weil die Fünfstelligkeit kann eigentlich nicht mehr zu sein, weil das schaffen die wenigsten Metal-YouTuber oder YouTuber insgesamt. 1000 ist einmal ein super geiler Milestone und alles, was jetzt passiert, lasse ich einfach so kommen. Ich meine, ich muss schon zugeben, bis 1000 hat man schon immer so einen Ansporn, so quasi den 1000er schaffen, so zur vierstelligen YouTuber-Gesellschaft gehören. Das ist schon, war schon ein Ansporn. Und jetzt, wo ich dort bin, fühlt sich eigentlich auch alles genauso. Ich trinke immer nur mein exquisites Wiener Bier und rede über Sachen, die vermutlich nicht viele Leute interessieren. Apropos niemanden interessieren, ich gebe es jetzt offiziell auf, dass ich auf meinem Kanal in normalen Videos irgendwelche Art von Kanal-Updates oder Ankündigungen oder irgendwelche Versprechen gibt, weil ich halte es ja sowieso nicht ein, weil ich habe ja schon öfters einmal versprochen, wie zum Beispiel am 9. Jänner habe ich versprochen, es gibt keine Kanal-Updates mehr. Dann habe ich mehrmals versprochen, mehr Action, weniger bla bla auf meinem Kanal. Oder sogar in meinem Rockblog habe ich geschrieben, ich habe ja nichts zu sagen, also was soll ich schon sagen, bla bla bla. Ja, pfeift drauf. Im Endeffekt mache ich dann Videos, wann mich gerade die Lust packt und dann lade ich es einfach hoch auf YouTube und hoffe, dass nicht unbedingt das Schlimmste passiert. Weil mir macht das Video machen doch zu sehr Spaß, als dass ich mich dann zu sehr auf irgendwelche Formate beschränke. Diese Stammel-Surium-Videos sind vielleicht so der Platz, der eh ideal ist, dass ich meine ganzen Updates und meine ganzen Gehirnausdünstungen hinein verdampfe. Da wird es sicher immer wieder Updates geben oder vielleicht ist das Stammel-Surium-Format sowieso ein großes, zelebriertes Kanal-Update-Format. Je nachdem, wie man das so sehen will.
aber in meine normalen Videos möchte ich diese Metaebene rausholen. Also da möchte ich nicht mehr über den Kanal an sich reden und so weiter. Das nervt mich persönlich, aber irgendwie wäre es nicht ganz los. Aber ich verspreche euch, ich werde mich bessern und ihr könnt unten im Kommentarbereich auch gern schon Wetten abgeben, ob ich es schaffe oder nicht. Am 20.01. ist mein letztes Stammelsurium rausgekommen, war gleich mal die Premiere, das erste Mal, dass ich dieses Format irgendwie veröffentlicht habe, und damals war so mein Gedanke, dass ich da ja quasi so das ganze Ausschussmaterial hineindampfen konnte, dass es so nicht als richtiges Video ausgegangen ist. Über Weihnachten habe ich ein paar Gastbeiträge für auf anderen Kanälen quasi beigesteuert, die habe ich dann auch in dieses Stammelsurium rein verpflanzt, und dann haben wir gedacht, das wird so der Hauptinhalt sein von dem Stammelsurium, aber in den letzten Monaten habe ich nicht viel Ausschussmaterial gemacht, deswegen denke ich mir, ich gehe einfach mal so ein bisschen durch, was ich so gemacht habe auf meinem Kanal, und das ist vielleicht auch für die, was neu dazugestoßen sind unter euch, vielleicht eine ganz gute Methode, ein bisschen quasi aufzuholen, nachzuholen, was bei mir alles so passiert ist. Am 6. Februar habe ich das große Area 50 Free Info Video mit dem Gewinnspiel veröffentlicht. Also Area 50 Free, das ist ja ein neues Festival, das in knapp 2 Monaten in Leoben oder Löben stattfindet. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Da habe ich 2 Festivalpässe verlost und habe sogar die Live-Gewinnziehung gemacht. Und da schauen wir jetzt mal ganz kurz rein. Wahrscheinlich habe ich jetzt da mehr Nervenkitzel als ihr. So. Okay, dann werde ich jetzt auch mal von 5 herunterzählen und bei 0 klicke drauf auf Generate. Also 5, 4, 3, 2, 1, 32, Nummer 32, Vanessa Grabitz. Jo! Wir haben einen Gewinner oder eine Gewinnerin. Ja, die Vanessa. Die Vanessa hat gewonnen. 2 Karten. Danke fürs Mitspielen, dass ihr alle da diese Strapazen auf euch genommen habt und da meine Videos verfolgt habt, mich abonniert habt. Herzlichen Glückwunsch nochmal der Vanessa aus Bayern, also zumindest Nähe München, ist laut meiner geografischen Kenntnisse ist es in Bayern. die hat diese 2 Karten gewonnen und ich freue mich schon, wenn wir dann gemeinsam in 2 Monaten am Area 50 Free Festival gemeinsam ein Bierchen trinken. Am Aus wahrscheinlich, wenn es aus Bayern ist. Ne? Am 7.3. habe ich mich ein bisschen entschuldigt, weil da ist ziemlich wenig auf meinem Kanal rausgekommen. Da habe ich so ein Instagram-Only-Video gemacht, wo ich eigentlich über den Winter mehr geplant gehabt hätte. Also ich habe wirklich geglaubt, dass ich diese kurzen 1-Minuten-Videos, die nur auf Instagram rauskommen, dass ich die öfters mache, aber eigentlich bin ich ja kaum dazugekommen in letzter Zeit. Und deswegen zeige ich dieses kurze Update-Video jetzt. Mittelalter und guten Morgen. Ich habe noch keine Stimme, es ist noch sehr früh. Ich werde ganz kurz ein kleines Update-Video machen, nur damit ihr wisst, dass ihr keine Sorgen um mich machen müsst. Ich habe zwar schon seit 1 Monat kein neues Video mehr rausgebracht, aber es geht mir gut. Ich habe nur gerade privat einige Dinge zu erledigen und ich komme überhaupt nicht zum Videos machen, aber es kommen sicher wieder welche. Es dauert nur ein bisschen und das Gute ist, ich bereite sogar gerade 1 oder 2 Sachen vor, die garantieren, dass später dann, also später im Sinne von in ein paar Wochen, Monaten, leibende neue Videos möglich sind auf meinem Kanal. Ja, wenn Sie unbedingt was sehen wollt von mir, schaut auf Humaldo Plays vorbei, meinem Gaming-Kanal. Da tue ich regelmäßig kleine Retro-Games von früher noch aus meiner Jugend anspielen, weil die gängen immer wieder zwischendurch. Die brauchen nicht so viel Vorbereitungszeit wie ein Humaldo Rockt-Video. Ja, das war's auch schon wieder. Danke fürs Warten, danke fürs Ausharren und bis zum nächsten Mal. Mittelalter. Am 20.03. ist ein recht interessantes Video entstanden, nämlich das Metal for Briefing. Da haben einige Bands gespielt in der Szene Wien, wieder mal. Und ich habe eigentlich gar nicht geplant gehabt, dass ich da einen großen Videobericht mache, sondern habe einfach ein paar Instagram-Stories gemacht und das hat irgendwie so seine Eigendynamik gekriegt und ich habe im Endeffekt dann, ich glaube, was waren es, über 90... keine Ahnung, hab's vergessen, wahrscheinlich um die 90er Stories gemacht und hab's dann zusammengeschnitten auf so ein 12-13-minütiges Video im Hochformat, mehr oder weniger. Funktioniert erstaunlich gut, also was mit so modernen Telefonen heutzutage schon möglich ist, einfach nur auf Insta einen Haufen Stories machen und schon hat man ein experimentelles YouTube-Video.
Servus, grüß euch. Ein kleines Update von meiner Seite zum sogenannten Metal-Mittwoch. Metal-Mittwoch, das ist so eine Initiative von einigen deutschsprachigen Metal-YouTubern, wie zum Beispiel vom Gore-Minister, vom Doug Siffler, von Joe the Red Flash, vom Captain Drunk, Film-Elf, Krachmucker, die ist glaube ich auch dabei und wahrscheinlich nur einige, die mir jetzt leider nicht einfallen. Sorry. Da geht es darum, dass die alle am Mittwoch einen neuen Videos veröffentlichen. Ich habe mir gedacht, das wird ganz gut passen, wenn ich da auch dabei wäre. Hab's probiert. Aber ich muss sagen, mein ganzer Produktionsrhythmus ist darauf ausgelegt, dass ich am Donnerstag veröffentliche und ich merke, das eine Tag geht mir wirklich an und ich werde nicht rechtzeitig fertig. Deswegen muss ich jetzt leider bekannt geben, ich kann beim Metal-Mittwoch nicht mitmachen und werde meine Videos bis auf weiteres donnerstags vormittags rausbringen. Ja, wir werden es alle überleben und sehen uns dann trotzdem irgendwo im Internet. Metal, Alter! Kurz darauf, also am 27. März, habe ich meinen nächsten, also eigentlich den ersten offiziellen Rock-Blog veröffentlicht. Das ist mein Format, wo ich mehr Qualität bieten will. Also da gibt es mich nicht zu sehen, sondern nur im Standbild, also quasi animiert. Und ich bete einen Blogartikel herunter, den ich geschrieben habe, den man auch im Internet nachlesen kann auf meine zwei Blogs, also auf der Humebridge und auf Humaldo.tv. Das ist so der Gedanke. Wenn ich mich wirklich tiefgründig mit einem Thema beschäftigen will und das geht bei mir am besten, wenn ich es niederschreibe und mir da Zeit nehme dafür, dann mache ich das jetzt ab sofort in Rockblock-Form. Und da habe ich eben im Rockblock 1 eben darüber geredet, dass ich nichts zu sagen habe. Das war dieses Format, wo ich euch eigentlich mitteilen wollte, dass ich mit dem ganzen Journalismusansatz jetzt aufhöre, weil ich habe letztes Jahr meinen Kanal so ein bisschen als Magazin verkaufen wollen, eher unabsichtlich, aber es ist in eine Richtung gegangen und mit Recherche und diesem Qualitätszeug halt und bin halt drauf gekommen, dass das derzeit einfach nicht in mein Leben passt, diese ganze Qualität, also in mein Leben ist kein Platz für Qualität und deswegen habe ich das in einem hochqualitativen Blog-Video angekündigt. Danach ist wieder ein Action-Video gekommen, genauso wie es sein soll, 3000 Jahre Planet Music, da war ich mehr oder weniger völlig uninformiert auf einer geschlossenen Veranstaltung in der SimCity in Wien. Da haben sie gefragt, das Planet Music, also eine ziemlich große Veranstaltungs-Event-Firma in Wien, die ja die ganzen Metal, also ziemlich viel Metal-Konzerte veranstaltet, die haben da ihr 30 Jahre Jubiläum gefeiert mit Haufen Bands und das war ganz unterhaltsam, also ein typischer Event- und Live-Vlog. Und dann kommen wir schon zum InRock Reloaded-Video, das ich am 24. April ausgebracht habe, also erst vor kurzem. Das InRock Reloaded findet im September in Tirol statt und ist ein österreichisches Underground und Metal oder Hard Rock Festival. Da spiele ich zum ersten Mal seit 8 Jahren mit meiner eigenen Band Lack of Purity wieder. Deswegen ist das Festival für mich persönlich besonders wichtig. Und da gibt es zum laufendes Gewinnspiel. Da gibt es 2 Karten zu gewinnen. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist diesen Kanal da abonnieren und auf die Glocke drücken. Und dann könnt ihr schon für das InRock Festival in Tirol potenziell einen freien Eintritt gewinnen. 2 Personen insgesamt, ja, 2 Karten verlose ich. Dann ist es letzte Woche einfach Schlag auf Schlag gegangen. Kurz nachdem ich euch versprochen habe, dass es weniger Blabla und mehr Action geben wird auf meinem Kanal, habe ich plötzlich einfach in einer Woche 2 Blabla-Videos rausgebracht. Nämlich letzte Woche am Dienstag das Blabbermauf-Nervt-Video, weil ich wirklich sehr, sehr genervt war vor diesen ganzen Metal-News-Seiten, von Metal-Gossip und so. Und ich habe mir gedacht, wenn ich diese Blabbermauf-Seite auf Facebook schon deabonniere, dann zumindest vor laufender Kamera. Und irgendwie hat es mir am nächsten Tag dann gepackt und ich habe gleich ein nächstes Video gemacht, nämlich die Dreistelligkeit geht zu Ende. Da war ich, wie gesagt, gerade auf dem Stand von 985 Abonnenten und habe zum ersten Mal so ein bisschen herumsinniert. Was wird nur passieren, wenn ich irgendwann mal vierstellig bin? Das waren jetzt einmal alle Videos, die ich so seit meinem letzten Stammelsurium veröffentlicht habe. Und es gibt da ein bisschen was in Vorbereitung, nämlich auch das Tour of the Living Prague Video. Ich war ja letzte Woche mit Chaos Inside, einer Band, die ich vielleicht schon mal am Rande erwähnt habe, auf meiner Website, mit der war ich auf Deutschland-Tour. Wir waren da in Hannover.
und haben die Einheimischen dort mit unserem wunderbaren Dialekt beglückt. Kein Hund hat uns verstanden, also da habe ich jetzt das ganze Wochenende Hochdeutsch reden müssen, sonst wäre die Kommunikation gar nicht gegangen. Dieses Wochenende ist das Area 53 Warm-Up Festival in Leoben, aka Löben. Und da werde ich auch dabei sein. Da gibt es schon nämlich exklusive Infos über das Festival. Da werde ich schauen, dass ich die Veranstalter ausquetsche über alle Infos, die ihr interessant finden könnt. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr was von den Veranstalter vom Area 53 Festival wissen wollt, dann schreibt es unten in die Kommentare, dann kann ich das dieses Wochenende dann schon direkt an die zuständigen Herren und Damen dort richten. Und was natürlich auch noch in Vorbereitung ist, ist das Gewinnspiel für das InRock, das ich vorhin schon erwähnt habe. Das rennt noch bis zum 31. Mai, also einfach meinen Kanal abonnieren und auf die Glocke drücken und als Bonuschance vielleicht sogar meinen Zweitkanal Cranarion Media abonnieren und dort auf die Glocke drücken, dann habt ihr doppelt so viele Chancen, dass ihr Karten fürs InRock reloaded gewinnt. Ah, dieses Bier, ich sag das. Ah. Apropos zweiter Kanal, ihr wisst es vielleicht eh oder vielleicht nicht, umso besser. Ich betreibe ja neben Humaldo Rock noch drei weitere YouTube-Kanäle und ich habe mir so ein bisschen überlegt, wie konnte ich das Ganze irgendwie ein bisschen gegenseitig ein bisschen promotieren, weil vielleicht ist ja das auch für die anderen, für den einen oder anderen interessant, weil ich habe vorher die Strategie, dass jeder Kanal monothematisch sein sollte. Das heißt, Leute auf YouTube mögen auf einem Kanal am liebsten immer nur ein Thema sehen und deswegen habe ich meine Sparten so ein bisschen aufgeteilt. Aber vielleicht ist er für euch wieder dabei, den die anderen Themen auch interessieren und deswegen habe ich überlegt, wie könnte ich da meine Zuschauer von einem Kanal zum nächsten weiterleiten und habe mir gedacht, ich mache das Ganze via Endcards. Also am Ende von meinen Videos auf jeden von meinen vier Kanäle jetzt, blende ich mehr oder weniger einen identischen Endscreen ein, wo ich dann kurz und bündig auf meine anderen Kanäle hinweise und dann werden auch gleich so ganz interaktiv so diese Buttons eingeblendet. Da braucht man nur mehr draufklicken und kommt direkt zu dem anderen Kanal. Haben wir doch, das ist vielleicht eine ganz gute Strategie. Und am Ende von Video nervt es ja nicht ganz so, wie wenn ich es früher machen würde, weil laut YouTube-Statistik schauen am Ende eh nur mehr ganz wenig zu. Und wenn da immer so dieses gleiche kurze Abspannvideo kommt, glaube ich, dass das keinen so richtig stört. Oder wenn es euch stört, dann könnt es mir ruhig unten in die Kommentare reinschreiben. Jo, und jetzt zur nahen Zukunft. Also meine Band Lack of Purity, ich habe es ja eh schon erwähnt. Wir haben sie damals 2002 gegründet, das ist schon 17 Jahre her, dann waren wir eine Zeit lang auf Eis mehr oder weniger und jetzt machen wir wieder, seit knapp einem Jahr bereiten wir unser Comeback vor und da wird es jetzt ab Sommer richtig losgehen, also das wird wirklich viel Zeit beanspruchen, weil ich bin halt auch so ein bisschen der Manager in der Band, also ich kümmere mich um diese ganzen organisatorischen Sachen und jetzt kommen ab Herbst die ganzen Events und es ist wirklich extrem viel Organisationsaufwand dahinter und so. Das heißt, ich befürchte, dass ich ein bisschen weniger Zeit jetzt haben werde dann bald für die Videos. Ich bitte das Ganze zu entschuldigen, aber ich versuche zumindest, dass das ganze Band geschehen. Also das ist ja auch interessant und passt ja eigentlich auch zu dem ganzen Kanal, dass ich das vielleicht so gut wie möglich auch einfange und da ein bisschen drüber berichte. Hint, 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 wenn ihr meine Band live sehen wollt, wie wir sie zum ersten Mal seit 8 Jahren wieder mal live blamieren, dann macht so am InRock Reloaded Gewinnspiel mit, weil da spielen wir ja. Und da fällt mir gerade ein, dass ich ja eigentlich eh schon vor langer, langer Zeit, also lang bevor ich YouTuber geworden bin, auch schon Videos mit Lack of Purity gemacht habe. Also es gibt da eigene Playlist, da habe ich schon ganz viele Auftritte von damals drauf. Die kann man sich gerne anschauen. Aber am interessantesten sind vermutlich die zwei Dokumentationen, die wir damals produziert haben, wo wir einen 10 bis 15 Jahre jüngeren Humaldo in Action sieht. Also wie immer verlinkt, denn wir freuen uns, da vorbeischaut, ein bisschen in meine uralten Band-Dokus, sind immer noch recht unterhaltsam, ich habe mir das neulich wieder angeschaut und so ein bisschen Nostalgie ist schon ziemlich was Leibendes. Ja, ich denke mir, dass das schon wieder war mit dem Stammelsurium Part 2 Rohmaterial, sagt knapp 16 Minuten habe ich recorded, mal schauen, wie weit ich es trimmen kann. Aber es passt ja eigentlich auch für mein Schwafelformat, das kann ja ruhig einmal ein bisschen länger dauern, zudem ist ja da. Und ganz das allerwichtigste, danke für über 1000 Abos auf meinem Kanal.